Ich habe noch ein Erbstück. Meine Urgroßmutter, da hat man gesagt, sie hat ein bisschen mehr Sand. Wir sind so aufgewachsen, der Vater hat das gemacht. Viel anders ist es nicht geworden. Ich kann es nicht beschreiben, wo sich die Heilung abspielt. Wie wirke ich denn? Oder was mache ich denn? Ich habe eine gute Intuition. Ich spüre einfach gewisse Sachen, dass ich mit den Händen nach mir hergegangen bin. Hier und da sehe ich ganze Szenarien vor mir. Aus dem Kanton Zürich bin ich weg, weil damals war das sehr restriktiv. Da habe ich gefunden, da gehe ich lieber ins Appenzellerland. Und das ist eine alte Tradition. Ich bin Drogistin. Ich hatte das Gefühl, ich muss etwas liefern, damit der andere gesund wird. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die werden nichts und die werden bedürftiger. Ich bin da auf den Gott. Guck's. Ach. Guck's. Wenn die Hauptleitung zu ist, gell? Ja, genau. Ich löse bloß Blockaden lösen. Bis ich kann Licht durch. Dann weiss ich, sie ist gelöst. Hallen Sie? Ja. Wisst wieder. Aha. Die grösste Kunst beim Pendeln präzise Fragen stellen. Nicht irgendwie wischiwaschi, halt nicht. Die Gewichte fangen im Kopf an und vergessen das Herz und das Bauchgefühl. Was ist heilen? Ein reines Herz ist einmal wichtig. Dass man echt helfen will, einfach einmal. Es gibt so viel Kraft, die wir haben, die in uns ist. Ich erlebe so viel Freude, so viel Dankbarkeit. Dieser riesige Reichtum. Solange es mir gut geht und ich die Kraft habe, dann sage ich danke, dass ich helfen darf.